Willkommen in Happy Weltpark. Ich bin Ihre Assistentin Vivian. Ich werde Ihnen helfen, den Weltpark in erster Klasse zu bauen. Und damit herzlich willkommen zur nächsten App Review. Hier ist der App Review No Channel. Und weiter geht's. Wir fangen zuerst an mit dem Bauen der Sehenswürdigkeiten, sagt unsere liebe Vivian. So, wir gucken mal, was wir hier so Schönes haben. Wir haben ja so das Weltpark-Themenspiel. Kaufen Sie dieses Grundstück für 100 Geldstücke. Wir gucken mal, was wir hier machen müssen, auf dem Park irgendwas mit Sehenswürdigkeiten drauf zu pflanzen. Was soll das hier irgendwie? Ach, wir haben jetzt hier was. Guck mal, ist ja süß. Die erste Sehenswürdigkeit ist schon fertig gebaut. Sehen wir, was es ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hierbei rauskommt. Er zeigt mir ja auch ganz genau an, oh, einen schönen Wasserfall. Die Sehenswürdigkeit braucht noch eine, was, Reiseliter? Noch Reiseliter? Was ist das? Was ist denn jetzt los? Schade, dass der Bildschirm hier nicht direkt darauf abgestimmt ist. Der App Review Channel, wie zu sehen ist, geht auf Naturbasis. Die Prozent des Trinkgeldes ist abhängig von Fähigkeiten der Reiseleiter. Ein bisschen scheiße übersetzt, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Weiß jetzt hier nicht so, was los ist. Die Sehenswürdigkeiten müssen erst vorbereitet werden, dann die Touristen empfangen. Der Prozess kann mit Diamanten beschleunigt werden. Also ein typisches Zeitspiel wieder mal, was wir hier schon so erwartet haben. Und wir gucken mal. Er zeigt uns auch an, wo ich hinsliden muss. Und wir warten jetzt ansonsten einfach mal schnell 40 Sekunden und bestätigen das, damit es noch schneller geht und empfangen eine Belohnung. Gehen dann auf das X. Diese Sehenswürdigkeit ist schon im Empfang. Stellen Sie mehrere Reiseleiter, nicht Liter. Reiseleiter, habe ich mich verlesen oder stand das da vorhin falsch? Ich muss also Reiseleiter einstellen. Die Nummer im Blasen zeigt das Ziel der Touristin. Ja, Freunde, also wer hier so ein bisschen Spaß haben will bei der App, kann sich eigentlich hier ganz köstlich amüsieren. Das sieht man jetzt schon. Achso, jetzt muss ich hier mit dem Auto fahren oder was ist hier los? Das ist ja mal genial. So, was ist jetzt los? Jetzt bin ich zu weit. Und nun? Achso, die wollte jetzt genau hier vorne hin, wo die 2 ist. Also übernehme ich hier den... Alles klar, ich übernehme hier also die Verantwortung für gelangweilte Touristen, die wie bekiffte Zombies aussehen. Das Gebäude 1, das ist das, was ist das Reisezentrum? Achso, jetzt verstehe ich, da muss ich die dann abladen. Die Touristen, die da sind, sind dann glücklich. Gucke an, Parkausstattung zu bauen, kann die Obergrenze der Reiseleiter erhöhen. Wir haben gerade einen neuen Reiseleiter eingestellt. Angestellt? Gut oder auch so. Teilen Sie ihm eine Arbeit zu. Ich gehe jetzt hier rüber. Das möchte ja so sein. Ja, ja, ja. Achso, ich muss, nee, das ist jetzt natürlich, ich muss jetzt in die Richtung. Da klicke ich jetzt drauf. So, wir gehen auf eine Luxusreise. Natur. Der Goldstatue bedeutet, dass der aktuelle Arbeitsort seine Traumlandschaft ist. Donnerwetter. Also das ist ja wirklich bombastisch hier vorbereitet, dass ich hier gar kein richtiges Wort verstehe. Was los jetzt hier? In der Traumlandschaft zu arbeiten kann den Skill erregen. Der Zähler zeigt die Anzahl der in ihren Traumlandschaften arbeitenden Reiseleiter. Der Nenner zeigt die Summe der Reiseleiter. Gut, 2 von 2 habe ich, mehr geht auch im Moment nicht. Sehr schön. Niagara-Fälle und Niagara-Fälle. Und die Korrektur, man hat die Chance, Vorbereitungen zu korrigieren. Arbeit suchen, das ist die aktuelle Skill-Leiste. Warme Lächeln. Ich hau mich gleich weg hier, wenn ich das so sehe. Geil. Klicken Sie hier und lassen Sie die Reiseleiter eine Pause machen, also dass hier der Arbeitsschutz nicht demnächst kommt und wieder einen Job zuweisen oder zu entlassen. Ja, ja, okay, alles klar. Ist ein bisschen kompliziert, muss aber auch keiner verstehen. Außer dem Gebäude können Sie auch das Geld durch Aufgaben verdienen. Ach nee, ich habe gedacht, man kriegt das Geld einfach so umsonst. Wir sammeln dann natürlich das Geld ein erstmal, die Belohnung. Wir haben zwar noch nicht viel getan, aber das ist auch erstmal egal. 2 Sehenswürdigkeiten müssen wir jetzt haben. Das heißt, da der Bildschirm ja auch nicht mit dem Spiel übereinstimmt, ist der Stil hier sozusagen ganz schön gestielt. Meine Güte. Bauen wir noch eine Sehenswürdigkeit, bevor es hier gleich mal Nacht wird, ist ja gar kein Thema. Wo muss ich jetzt hier überhaupt drauf gehen? Wenn ich hier drauf gehe, ach so, dann kaufe ich jetzt hier einfach mal ein Grundstück. Und weil es so schön war... Jawohl, genau so ist es. Weil es so schön war, stürzt diese App natürlich erstmal hundertprozentig ab. Und ich kann nicht genau sagen, was da jetzt überhaupt los war und wieso das Ganze abgestürzt ist. Ich versuche es einfach nochmal zu starten. Jetzt kommt wieder der schöne Ladebalken. Das ist herrlich immer. Wunderbar. Wenn man mittendrin ist und das Spiel hört auf einmal so auf, kannst dich eigentlich nicht beschweren. Träumst du noch ein bisschen weiter vor dich hin. Wunderbar ist die ganze Sache so. So, wir warten jetzt. Hoffentlich geht es jetzt hier bald weiter, dass wir unsere nächste Sehenswürdigkeit bauen können. Oder auch nicht.
Wäre sonst sehr ärgerlich. Komm schon, ein bisschen mehr Geschwindigkeit jetzt hier aufbauen, damit es ja auch funktioniert oder was. Willkommen zurück. Na, ich war ja mal eine Weile weg, ne? Ist ja kein Problem. Grundstück ist hoffentlich schon fertig. Ich möchte. Ach so, ich habe das jetzt gar nicht gekauft, obwohl es gerade so war. Was ist denn jetzt los? Happy World Park im Update. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Der will doch jetzt nicht das Update laden. Möchten Sie noch einmal versuchen? Was? Ich will kein Update. Ich will jetzt hier eine Sehenswürdigkeit hinpflanzen. Was soll denn der Schwachsinn? Gehen wir mal auf neu. Drei Touristen fahren. Ja, das machen wir auch gleich. Das machen wir auch gleich. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir konstruieren. Ach so, in 3, 2, 1 und Peng haben wir es geschafft. Ja, ist ja. Und was passiert jetzt hier? Gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, der schiefe Turm von Pisa. Rucki-zucki ist jetzt hier. Selbstreise. Ein Reiseleiter wird gesucht. Machen wir. Nicht angestellte Reiseführer. Alle Reiseleiter haben Arbeit. Bringen Sie die Bewerber. Ja, bitte. Machen wir. Dieter Huber, die Höhlen von Postojna. Mittelalter. Ist er also dabei? Gucke einer an. Dann nehmen wir den noch glatt. Und wir bereiten ihn natürlich gleich mal vor. Wäre ja Schwachsinn, wenn die sich hier alle langweilen würden. Sammeln hier gleich nochmal das Geld ein. Ich glaube, ich muss die Touristen jetzt fahren, wa? So, der will also zur 2 gefahren werden. Das ist hier so ein Multikulti-Job. So, Bengel, da habe ich dich auch schon. Das Gute, das Zurückfahren macht er selber. Das heißt, ich brauche mich eigentlich bloß darum kümmern, dass der hier wieder einsteigt. Hier will keiner einsteigen. Doch, hier steigt einer ein. Der will zur 1. Hätte ja auch mal das Stück laufen können mit seinem grimmigen Gesicht hier. Oh, ich bin schon wieder vorbei. Wo ist hier die. Die 1 ist hier. Sag mal, soll das ein Witz sein? Können die nicht so weit laufen? Ist das nicht möglich? Hier will wohl keiner mehr. Was ist denn das jetzt? Edward und Vivian sind am Schissel und ich bin begeistert, dass meine super krassen Leute hier natürlich die Tätigkeit übernehmen. Drei Touristen fahren ein, muss ich noch. Wir sammeln erstmal das Geld ein, das ist ja selbstverständlich. Und Parkausstattung müssen wir haben. So, hier will gar keiner mehr mitfahren, ist auch nicht verkehrt. Und also haben wir hier die Niagara-Fälle und gleichzeitig den schiefen Turm von Pisa, was ja auch alles selbstverständlich nebeneinander gebaut wurde. Coole Sache ist es ja, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Und wie weit soll das hier noch so weitergehen? Immer weiter. Wahrscheinlich kommt der schiefe Turm von Pisa und dann daneben der Eiffelturm noch. Ist ja kein Problem. Gucken wir mal, ob hier wer mit dem Auto fahren will. Bäm, wir fahren also zu Tourist Nummer 1, was ungefähr 5 Minuten, nicht mal, zu Fuß wäre von da aus. Will der Bengel jetzt hier mit oder was? Wir haben die nächste Aufgabe schon wieder erfüllt. Drei Touristen haben wir gefahren, sammeln ordentlich Kohle ein. Der Knatter rollt, der Rubel rollt, wunderbar, ich bin zufrieden. Die nehmen ja auch relativ gut Geld ein, also kann ich mir schon mal das nächste Grundstück ergattern und gehe auf Kaufen. So, jetzt gucken wir mal, was ist hier los? Parkausstattungen, ja, das machen wir auch gleich. Konstruktionen, Konstruktionen. Wir müssen ein bisschen beeilen jetzt hier. Was haben wir jetzt hier reingekriegt? Jede Parkausstattung kann die. Okay, wunderbar. Ich muss es auch nicht lesen, ist ja relativ unwichtig sowas. So können nachher das Basiseinkommen. Achso, das Basiseinkommen kommt immer pro 5 Minuten $10. Das ist schon mal nicht schlecht. Super Jumbo, wir betreiben. Yo, yo, wir betreiben. Haben wir da jetzt wen für? Was ist jetzt los? Öffnungszeit und dann wählen Sie einen Nachbar. Okay. Wir senden Vivian jetzt dahin, wie das aussieht. Nachher können Sie das Bedienungseinkommen bekommen. Ach, in 2 Stunden kriege ich 480. Das ist top. Das ist schon mal sehr gut. So, wir gehen erstmal auf Kreuz hier oben, gehen mal hier wieder links drauf. Gleich, gleich, gleich. Hallo? Was ist jetzt los? Ach so, Vivian hat gleich einen Bonus rausgeschlagen. Das ist ja mal genial hier, das Spiel. Also wer so schnell Geld verdient, der hat Respekt verdient. Das schafft nicht ein anderer Mensch. Das ist echt gut. Willkommen in Vivians Park. Das ist für Sie. Ein Herz. Ach so, das ist die Nachbarin Vivian. Jetzt verstehe ich. Die heißen ja alle so. Na, hier ist ja was los. Der Themenweltpark hier, von der ist ja richtig am Boomen. Da muss ich wieder nach Hause gehen. Oder kann ich hier für die auch irgendwelche Arbeiten machen? Die hat ja einen riesen. Oh, hier, gucke einen hier. Frisch aus den USA, der Mount Rushmore ist alles am Start. Du kannst auch darüber nachlesen, was was ist. Ist ja geil. Klicken wir mal drauf. Müsste ja eigentlich. Geht hier nicht, ne? Da geht's. Da drüben. Die Bar ist uninteressant. Gucken wir mal hier. Das Pantheon auf dem Hügel der Heiligen. Ist auch egal. In Paris, so weiter und so fort. Guck mal, du kommst ja gar nicht mehr am Anfang an.
Basis Nummer 4, 3, 2, 1. Ist hier irgendwo ein Auto, was ich für sie fahren kann? Was ist das jetzt hier? Meine Nachbarn. Ach, die sind Level 55 und Level 26. Mensch, die haben es ja schon richtig weit gebracht. Ich muss trotzdem sagen, es ist ein ganz cooles Spiel. Gehen wir dazu unserer eigenen Welt zurück. Was? Das würde mich so viel kosten, das kann ich mir noch nicht leisten. Das ist ganz schön krass. Wir gehen hier oben erstmal drauf und sammeln erstmal die 600 ein für den Bonus. Eine Schatzkiste im Park von finden. Alles klar, wir müssen also doch bei den Nachbarparks was machen. Und zwar eine Schatzkiste finden. Wir müssen auf Menü. Jetzt wieder auf Nachbar wahrscheinlich. Sozial und auf Nachbar. Siehst du, war klar. Ich war ja eben schon. Da hätte ich gleich mal eine Kiste mitnehmen müssen. Hat leider nicht ganz so geklappt. Trotz alledem muss ich sagen, gefällt mir das Spiel eigentlich bisher recht gut. Wenn ich jetzt hier noch eine Schatzkiste finde, bin ich glücklich. Also ihr müsst immer die Schatzkisten einsammeln, dann gibt es wahrscheinlich extra Kohle und ihr füllt gleichzeitig noch ein paar Aufgaben. Wow. Ich weiß jetzt nicht. Bin ich jetzt hier verkehrt oder wie? Huch. Einmal fast die Kamera hier mit umgeruppt. Oh, 43 Attraktionen hat der Bengel hier schon. Da brauchst du ja ewig zum Durchscrollen. Das ist ja nicht normal. Halt, da haben wir sie. Gut gemacht, ne? Das war ja perfekt. Eigentlich ruckzuck haben wir die gefunden. Lassen wir dem Nachbarn eine Überraschung hier. Ne? Das ist ja nur eigentlich Quatsch, aber komme ich mit dem UFO angeflogen? Na klar. So, hier ist es bei uns schon. Wir haben instinktiven Tag-Nacht-Wechsel und hier oben den leichten Timelapse-Zeitraffer der Wolken. Ein Nachbar hat ein Geschenk hinterlassen. Das ist doch super. Die hinterlassen hier alle Geschenke, das mache ich nicht anders. Sammeln wir ein. Wunderbar. Gucken wir mal, jetzt sammeln wir uns das Geld hier wieder ein. Und eigentlich ist das Spiel gar nicht mal so schwer, denn man kann hier ganz viele Nachbarn hinzufügen und so weit wie möglich hier alles Mögliche weitermachen. Und das Ganze macht echt viel Spaß. Und ich sagte ja bereits, Link ist bei mir in der Beschreibung. Kostenlos ist die App im Play Store erhältlich. Macht Fun. Ist mal was anderes. Habe ich so noch nicht gesehen und ich fahre jetzt erstmal den Typ hier zu der 2 wieder, weil die sind ja wirklich zu faul zum Laufen. So, guck mal hier, hast sogar die Zahlen oben stehen. Da kannst du nichts falsch machen. Die müssen einfach transportiert werden. Hier kommt unser kleiner Sammy wieder mit dem Taxi. Den nächsten rein, der will zur Attraktion Nummer 4. Ich glaube, das Auto macht Sinn, wenn ich gerade gesehen habe, man kann bis zu 43 oder 50 Attraktionen haben. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es wohl schon besser wäre, wenn man hier mit dem Taxi hin und her fährt, als so zu laufen. Gut, jetzt verstehe ich das Ganze. Wir warten wieder auf unser Taxi bei der Rufzentrale mit Rufbereitschaft hier, aka Taxifahrer Nico Bellek. Und mit der Fliegerbrille, achso, ich wollte zur Station Nummer 1, ein bisschen zu weit die fahren, aber die verkraftet das ganz gut. Ich würde sagen, probiert das Spiel erstmal aus. Ich finde es ganz schön cool gemacht, auch wenn ich es nicht gleich verstanden habe beim ersten Mal. Man kann sich das Geld durchs Taxifahren verdienen, um das nächste Grundstück wieder zu ergattern. Und dann funktioniert das. Ach guck mal, hier kann man sogar auf Autosymbol klicken und dann muss ich nicht immer hin und her zoomen. Das ist ja mal genial. Das ist top. Das ist wirklich, was ist denn nun los? Der will doch zur 1, oder nicht? Ach, jetzt will er zur 2. Gut, ist ja auch egal. Na gut, Traumlandschaft Nummer 2, hin oder her. Probiert es einfach mal selbst aus und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiederschauen.